Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge Nummer 43 von Oxygen Not Included. Wir haben letztes Mal hier geschaut, dass die da ein bisschen was umgebaut haben. Hier ist jetzt kein Strom dran, aber es liegt glaube ich dran, dass ich keine die Pause rausgenommen habe. Genau so ist es. Und die bauen jetzt hier wunderbar. Und dann müssen wir nach dem Intro jetzt gleich mal gucken, was die noch so bauen müssen und wie es dann vorangeht. Sieht mit der Rutsche gerade richtig gut hier aus. Ich sag mal, bis gleich. So, in 1 können sie jetzt das Stück runterrutschen, das ist schon mal gut, aber dazwischen ist ja noch was hier. Die Matschriegel-Geschichte ist jetzt nicht so dolle, was da passiert ist. Jetzt müssten wir eigentlich hier schauen. Lass uns doch mal, was ist denn hier so für Sauerstofftechnik? Kohlendioxid, Sauerstoff, ist jetzt nicht so toll, aber das ist ja hier sowieso ein Bereich, den wir mit, Maske laufen. Aber natürlich schon hier. Was falsch gemacht, ne? Die beiden Sachen konnten sowieso nicht gemacht werden. Und hier müssen wir dann mal schauen, dass wir den Raum weiter bauen, damit wir das hier noch wieder umgebaut kriegen. Aber lass uns doch mal gerade schon die Treppe auch wirklich weiter hochziehen. Ja, da werden wir jetzt zwar noch nicht hingehen, aber ja, es ist auf jeden Fall machbar. Da graben wir. Und dann müssen wir gucken, da ist noch ein Hedge-Eye. Okay, und die haben auch ganz viele Sachen, die wir nicht mehr wegholen können, ne? Na okay, die werden dann weggeholt, wenn es dann dahin geht, ne? Okay, da ist tatsächlich eine Leiter in höchster Höhe gemacht worden. Das ist jetzt nicht so toll und wir müssten auch mal zwischendurch ein bisschen aufräumen, ne? Hier zum Beispiel. Da können wir das auch noch machen. Hier ist aufgeräumt, oder? Oh, wir haben keine Forschung an. Das müssen wir auf jeden Fall sofort ändern. So, dann gehen wir in die Forschung rein. Forschung hier. Wir haben hier Nahrung, die bis zu diesem Ofen geht. Den Ofen bin ich jetzt nicht so sicher, dass wir den brauchen. Erdgas, Ölraffinerie und Petroleumgenerator. Polymerpresse und Ölbrunnen. Ja, das sind alles Sachen, die ich jetzt noch nicht momentan sehe, dass wir die brauchen. Ein Solarmodul wäre bestimmt interessant. Eine Sauna, Förderschienenlader. Hier ist das Fördersystem. Sind wir noch ein bisschen klein für, würde ich sagen, brauchen wir nicht. Die Metallraffinerie wäre schon gut. Hier künstliche Freuden. Ich glaube, hier vorne haben wir erstmal alles schon mal fertig, ne? Oder? Ja. Bis dahin, ja. Also wir sind jetzt hier. Nächste künstliche Freude wollten wir nicht. Benachrichtigungssystem brauchen wir jetzt, glaube ich, gerade auch nicht. Krankheitserinnerungssystem, ja. Es ist auch nicht. Strömungsumlenker. Was war das? Das war ein Surf-Simulator. Naja, brauchen wir auch nicht. Ja. Gucken wir nochmal hier. Anzüge sind sogar schon fertig. Katalysatoren. Oxylitraffinerie und Molekularschmiede. Und ein Trinkwassersprudler. Gold müssten wir da haben. Haben wir aber nicht. Expressomaschine, nee, die will ich jetzt nicht haben. Den Surf-Simulator auch nicht. Mikrozielorientierte Krankenhausmöglichkeit ist über Krankenhausmöglichkeit wirksam unterbringen zu verarbeiten. Okay. Whirlpool, auch sehr schön. Ich glaube, wir sind hier am besten aufgehoben. Was haben wir hier? Nee, das ist auch nicht. Ich glaube, wir machen die Raffinerie. Das macht schon Sinn. Gut, dann ist die Forschung erledigt. Da kann dann einer gleich hingehen. Wieso sind diese Felder noch nicht so weit? Keine Samen. Okay. Was haben wir denn für Samen? Dornenblüten sind da gefragt, glaube. Und dann brauchen wir hier Einstellungen übertragen. Das müsste so richtig sein, oder? Die können alle eigentlich weg, ne? Oh, guck mal, hier haben wir sogar ein Fingerhutschilf fertig gekriegt. Hier oben sieht es nicht gut aus, ne? Was haben wir denn da noch nicht fertig? So, Rohrleitung. Nee. Aber der braucht, glaube ich, kein Wasser hinführen, oder? Und was war hier jetzt gerade? Da fehlt doch was.
Rohrflüssigkeitssensor. Wofür ist denn der da? Ist der da aus Versehen hingekommen? Kann das sein? Kann. Flüssigkeitsausgabe alle. Ich glaube, der ist da aus Versehen hingekommen. Kann das sein? Bin mir jetzt nicht sicher, dass ich den jemals da hingebaut habe. Ist bestimmt so eine Aktion gewesen. Also frisches Wasser ist hier im System. Das läuft auch irgendwo hin. Aber nur bis hier. Ah, weil hier der erste Pflanze schon ist. Aber warum ist das hier? Also er braucht da Wasser, das ist klar. Aber das müsste ja dann... Hier ist es ja falsch rumgebaut, oder? Die Leitung zeigt... Der Pfeil zeigt ja nach da. Und? Oder habe ich da... Ist das Abwasser? Ausgang. Doch, passt schon. Und das ist aber noch nicht fertig. Okay. Den müsste mal einer da rausholen, ne? Oder? Da fehlt es auch irgendwie an Strom. Strom. Leitung. Die sind aber da. Pflegt den auch einer? Ist auf 7. Okay, da werden gerade Leitungen gemacht. Das ist schon mal gut. Warum geht es hier nicht voran? Da fehlt Beleuchtung. Okay. Dann machen wir erst die Lampe. Die war, glaube ich, bei Möbel. Deckenlampe ist da. Die muss dann dahin. Und dann brauchen wir noch das Kabel dahin, ne? So, passt's. Hier können wir einen Punkt vergeben. Oder auch mehrere. Frankie hat was. Elektrotechnik, Bedienung. Oder hier Kunstgrundlagen. Oh, da müssen wir mal gucken. Ich glaube, mit Kunstgrundlagen haben wir noch niemanden, ne? Dann kriegt Frankie jetzt die Kunstgrundlagen. Dann kann nämlich einer da was machen. Sehr gut. Okay, hier wächst einer. Kein Samen verfügbar. Okay, dann müssen wir die Samen irgendwie herkriegen. Den würde ich jetzt tatsächlich abreißen, ne? Weil der ist jetzt da nicht zu gebrauchen. Oh, hier haben wir auch eine Rutsche. Ist hier noch irgendwie was wert? Hier könnte man wegputzen. Geht aber nicht, weil Graben noch hier angesagt ist wahrscheinlich. Dann kommt man da erst hin. Unser Wasser ist noch hier. Sieht erstmal gut aus. Die Pumpe ist da, aber ich glaube, das ist jetzt noch nicht so wichtig, ne? Oder doch? Hier ist auf jeden Fall schlechte Luft dran, ne? Verschmutzter Sauerstoff. Okay, hier kommt gerade Wasser an, was gereinigt wird. Da wird gewaschen. Das alles so reicht. Da wird Strom gemacht und Hohle wird wohl auch genug da sein, schätze ich mal. Ja, 3 Tonnen haben wir da noch. Oder waren das keine Tonnen? Nee, das waren Gramm. Ach, das ist Luft, Entschuldigung. 20.000. Sandstein. Kupfer. Was ist denn da drinne? Kohle 20 Tonnen, ne, passt. Da brauchen wir uns nicht kümmern in dem Sinne. Wie ist denn so temperaturtechnisch? Hier müssten wir auch noch kühler werden, ne? Das hatten wir ja auch mal angedacht. Körpertemperatur 0 bis 40 Grad. Ne, haben wir nicht. Wachstum gestoppt. 40,5, na cool. Kohle ist da noch. Vielleicht müssen wir hier mal was abbauen. Wenn wir vielleicht mehr Platz haben. Vielleicht klappt das dann mit ne, solchen Dingen wie...
Isolierstein, sollen wir den dahin machen? Ich glaube, wir machen da einen Isolierstein hin. Da muss man noch was rausreißen. Balsamlilie. Die entwurzeln wir dann. Mal gucken, ob das einer macht oder nicht. In gewisser Weise sieht das erstmal gut aus. Na, guck mal, hier oben haben sie schon fertig gemacht. Das bedeutet, wir bauen das hier mal so und da so. Dann können wir die Wand nachher abreißen und dann können wir das ein bisschen umändern hier. Die gehen schon mal alle auf Toilette, das ist auch gut. So, Temperatur 40 Grad. Mordrak hatte das irgendwann geschrieben, ne? Ist noch gut hier für die Räume. Aber hier sind es ja mal gerade 30 Grad, ne? Das bedeutet aber, dass wir hier so machen. Da kommt die Rutschstange ja auf die Seite. Und hier müssen sie noch lang, ne? Okay. Dann würde ich sagen, graben wir mal dieses Stück hier erstmal frei. Dann können wir hier noch einen Boden einziehen. Guck mal, hier haben wir auch nochmal Strom. Wo wird der denn abgeleitet oder hingeleitet? Über? Das ist ja ganz interessant, oder? Nur bis zur Batterie, auch gut, oder? Dann müsste da so ein Transformator hin. Den können wir ja mal daneben setzen, oder? In welche Richtung? Ja, eigentlich hier, ne? Da wäre die Rutschestange. Ne, da machen wir den hier hin. Okay, da wird auf jeden Fall schon gearbeitet. Das sieht erstmal gut aus. Wenn der Weg frei ist, dann können wir hier weiter einrichten. Wo einrichten können wir schon. Wir müssen die Wand nur später zumachen, ne? Sanitär. Wir machen hier noch zwei Duschen hin. Und wir brauchen eine Toilette jeweils. Und dann noch ein Waschbecken. Das war bei Medizin. Waschbecken da, Waschbecken da. Das reicht dann. Dann brauchen wir Ziegel. Die da sind und da sind. Oder wie ist das? Okay. Ja, ich denke mal schon so. Und dann eine einfache Tür dahin. Passt. Hier oben, den müssen wir noch wegreißen. Und das auch. Da ist eine Anfrage in Richtung Duplikanten. Wir haben 33.000. Welche Blaupausen haben wir denn? Hilfspaket, Arboreichel, da wäre dieser Baum rauszumachen, ne? Eine einzige. Hier haben wir einen Max, der aufräumen kann, Doktorfähigkeiten hat und Landwirtschaft. Kochkunst ist erhöht, Nahrungsmoralbonus ist gesenkt, Keimresistenz ist gesenkt, der ist also schon nicht gut. Dekoration gesenkt, wäre egal, Medizin erhöht, wäre gut. Schutzanzugsbenutzung, 8 Athletik, das ist natürlich mit Ada sehr interessant. Schutzanzugsbenutzung plus 3. Und Versorgung ist hier noch 4. Eigenschaften Magen aus Stall, Immunität, Lebensmittelvergiftung, kreativ erhöht, dekorative Maul, Reizdarm, Geschwindigkeit der Badnutzung gesenkt. Ach, da könnte man mit leben, weil er sein eigenes Bad ja kriegt. Schutzanzugbenutzung ist 8. Das ist natürlich, ja, da ist schon eher der Bringer eigentlich, oder? Wollen wir das? Das ist die nächste Frage. Dem Baum habe ich auch nichts von. Wir haben keine. Da würden wir Holz kriegen, ne? Oder wie wäre das? Lass uns mal gerade den Arborbaum gucken. Arborbäume wurden so gezüchtet, dass sie sich beim Wachsen horizontal ausbreiten, um auf vertikal beengtem Raum eine hohe Ausbeute an Bauchholz zu erzielen. Arborbäume sind mit der Eichel verwandt, speziell mit dem japanischen Immergrün, obwohl sie genetisch stark gekreuzt wurden. Obwohl er viele robuste, gleichmäßig verteilte Äste hat, macht die kurze Statur des Arborbaums
Das erklärt dann eher irrelevant. Wachsen aus Arbor-Eichel. An Arborbäumen wachsen Arborbaum-Äste, die für Holz geerntet werden können. Lebenszyklus 4,5, Temperatur 15 bis 40, Luftdruck mindestens 0 Gramm Erde, minus 10 Kilogramm Zyklus, verschmutztes Wasser 70 Gramm. Also da müssen wir dreckiges Wasser dran kriegen. Kriegen wir 300 Kilo Holz raus. Dekoration plus 15, schick ist er auch noch. Weißt du was? Den holen wir uns. Da war es falsch. Da ist es richtig. Den holen wir. Drucken. Sehr schön. Da müssen wir nur gucken, wo wir den hinpflanzen, ne? Ja, eigentlich hier. Oh, da ist ein schöner Platz vielleicht, oder? Guck mal, hier können wir jetzt auch schon neuen Boden reinziehen, ne? Hier müssten wir mal aufwischen, glaube ich. Guck mal, das Wasser ist schon hier aufgewischt. Auch gut. Dann zerlegen wir mal das bis dahin. Hier den Baum hinmachen. Wir müssen mal gerade gucken, wo unser schmutziges Wasser ist, oder? Das ist hier. Vielleicht doch nicht dahin. Vielleicht hier hin. Hier könnte der Baum hin. Dann machen wir das doch mal, oder? War der bei Basis? Nee, ne? Nee, der war bei Nahrung. Acker. Die Farm. Wie viele Felder brauchte der? Gute Frage, ne? Lass ihn uns nochmal angucken. Kann man nicht sehen da. Aber ich tippe mal auf drei Felder. Vielleicht geht er da dann hin. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir Sanitär kriegen. Dann machen wir mal so eine Rohrbrücke. Ach, der wird dann da schon direkt angeschlossen, sehe ich gerade. Dann ist ja egal. Dann sollte das auch klappen, oder? Und da kann der Arborbaum rein. Ja, passt. Glück gehabt. Und wenn wir schon da sind. Ne, auf drei aber. Räumen wir das mal weg, oder? Und damit das mal ordentlich da ist. Gut. Pflanzt da schon jemand den Arborbaum? Nein, ne? Wie sieht es denn hier mit Temperatur aus? 30 Grad, das sollte gehen. Will ich hoffen. Er kommt da. Ne, wird aufgeräumt. Okay, ich dachte, da wird was hingepflanzt. Gut, aber ich sehe schon, die Zeit ist schon wieder weit vorgelaufen. Wir müssen da mal weitermachen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.